Erneuerbare Energien, einer der zentralen Themenschwerpunkte der SMM in Hamburg. Die weltweit bedeutendste Messe setzt ein Zeichen für die Zukunft in Sachen Green Shipping in einer eigens dafür gebauten Halle. Also das Besondere ist erstmal, dass es diese Halle überhaupt gibt. Wir haben uns überlegt, welches Zukunftsthema in der maritimen Wirtschaft müssen wir abdecken. Und übrig blieb das Thema alternative Antriebstechnik, Green Propulsion. Wir haben eine Riesennachfrage gekriegt. Wir haben diese Halle in wenigen, ich glaube in 2 Monaten war die ausgebucht. Und das zeigt, dass man eben auch in Zeiten, in denen die Wirtschaft nicht so richtig brummt oder die eigene Branche nicht brummt, ja, man muss nach vorne gucken und dann tut sich da auch was. Alle umweltfreundlichen Antriebstechnologien in einem neuen Hallenkonzept. Die SMM bietet ihren Ausstellern in Halle A5 das ideale Umfeld zur Präsentation ihrer Produkte und Dienstleistungen. Die A5 ist nun umgestaltet worden als eine Halle für alternative Schiffsantriebe. Und das ist etwas, was wir für wichtig halten und das wollen wir in die Welt kommunizieren. Und wir denken mal, dass Sie heute viele neue Anstöße bekommen für den Schiffbau der Zukunft, schon heute. LNG ist Bestandteil der neuen Halle. Außerdem sind im Ausstellungsangebot emissionsarme Antriebstechniken wie Methanol- und Brennstoffzellenantriebe sowie Hybride- und Dual-Fuel-Antriebstechniken zu sehen. Wir fördern gerade das Thema LNG-Antriebe. Das ist eine neue Motorik mit vielen Innovationen dabei. Vor allen Dingen das Thema Prototypen ist etwas, was wir besonders im Auge haben, weil so eine Technologie, die muss entwickelt werden und optimiert werden. Und dabei sind wir hilfreich auch der deutschen Industrie gegenüber. Die SMM 2016 setzt neue Maßstäbe für die Schiffsantriebe der Zukunft.